Ja, nach über 200 Videos und fast 5000 Abonnenten haben wir uns gedacht, es ist wieder mal Zeit für einen Rundgang durch unser Areal da, also durch die Gärtnerei. Es gibt ja noch einen Bauerngarten und einen Steinbruch. Aber heute gehen wir da mal durch und ich erkläre euch mal alles, was da mal ansteht. Dass ihr wisst, was da für ein Sortiment drin ist. Wir fangen da im letzten Glashaus an. Quasi dahinter steht ein riesengroßer Weinstern. Die hat den Vorteil quasi, dass wenn es im Sommer recht warm wird und die Sonne reinscheint, uns das ein bisschen da einen Schatten reinwirft. Das haben wir bei allen großen Glashäusern dahinter reingesetzt. Wir haben da hinten, wenn man schaut, unseren Strohballen, da gibt es ein Video drüber oder zwei. Da haben wir so ein Mischkulturbeetel, da haben wir eine Lonao gepflanzt, das ist ein Kohlrabi. Dann haben wir da die Salatsorten, die Pia. Und da ganz am Rand sind Karotten, die Nantes. Das nächste Beet ist wieder bepflanzt worden mit Salat. Da ist hinten Eisbergsalat, dann ist da ein Forellenschuss. Da haben wir wieder einen Kopfsalat, das ist der Torpedo. Da steht jetzt ein einsam und verlassen ein Gurkenbaum herinnen. Gibt auch ein Video dazu. Da, wenn man weitergeht, sind verschiedene Tomatensorten. Das ist eine große griechische, das ist auch Fleischtomaten. Was da jetzt ausschaut wie Unkraut verwildert, das ist eigentlich ein Winterportulak. Der Grund, warum der jetzt da noch steht, weil wir da dann Samen gewinnen wollen. Darum steht der da jetzt noch so verlassen da. Die nächste Abteilung da ist quasi wieder Gurkenbäume. Da haben wir auch gerade wieder mal ein Video drüber gemacht. Was es dann noch gibt, da sind verschiedene Tomatensorten wieder. Und dahinter haben wir zwei Jalapeno Chilis angepflanzt. Auf der rechten Seite da, da hinten sieht man, haben wir noch unsere Überwinterungsgeschichte von gewissen Olivenbäumen, Zitronenbäumchen, Oleander, was man für Leute überwintern. Da auf dem zweiten Beet ist jetzt der Sellerie, da wird es demnächst auch ein Video geben drüber. Dahinter haben wir Lilien angepflanzt und das andere ist eine Schokominze. Das nächste Beet jetzt da, das sind Tagetes und Eisbegonien, das sind quasi Beetpflanzen, was wir dann für den späteren Verkauf brauchen. Da auf dem Tisch jetzt ist angesetzt eine Wurzelpetersilie. Daneben ist jetzt da eine gelbe Rübe, das ist sehr interessant quasi, das ist eine gelbe Wurm, also eine rote Rübe, was eigentlich gelb ist, so ist es genau genommen. Da haben wir einen lila Kaviol, das ist der Graffiti, und daneben ist ein Frühkraut. Da ist eine Krausepetersilie quasi, der ist ein wenig verhungert, den müssen wir jetzt umtopfen. Da haben wir jetzt Gewächshausgurken anpflanzt vor 3 Wochen, das ist die Sorte Saladin. Und da drüben, wenn man schaut, sind Kürbisse. Da steht ein bisschen ein Spargel herinnen, ein weißer, der ist auch zum Pflanzen. Da sind jetzt ein paar Sorfinien. Das ist ein kleiner Ersatz quasi, Sorfinien ist eine Balkonblume. Wenn man da jetzt schaut, das ist zum Beispiel der Knollenfenchel. Da haben wir jetzt wieder verschiedene Kohlgewächse anpflanzt. Das haben wir da, was ist da zum Beispiel? Das ist der Brokkoli in einem kleinen Stadion. In der Mitte da stehen Fuchselbäumchen drin, wenn man so schaut. Da, das ist eine Krautrübe oder Kohlrübe. Das ist in Deutschland nicht so bekannt. Wer das kennt, hat mich interessieren, wenn ihr es mal liked oder uns einen Kommentar drüber schreibt. Also bei uns heißt das Krautrübe und in Deutschland glaube ich Kohlrübe. Das sind so orange Rüben, wo man das zum Fleisch dazu kochen kann oder so einfacher. Da auf der Seite sind jetzt wieder Gurkenbäume. Das ist die Cordoba-Sorte. Da, was da ein bisschen so runterhängt, das sind Trombergien. Das ist eine Balkonblume, die Trombergie kann raufranken quasi bis zu 3-4 Metern oder man lässt einfach am Balkon runterhängen. Da kommen wir jetzt in langsame Tomatenabteilung. Da hervor haben wir die Sorten Montfafette quasi, das ist eine normale Salattomaten. Daneben da drüben ist die Zieglers Fleisch, das ist auch österreichische Sorten. Den Neusiedler Raum. Da Sportivo, das ist eine deutsche Züchtung von der Firma Volmari. Das nächste da sind Cocktailtomaten, das ist die Sweet Million zum Beispiel. Das
sind so kleine. Da herum haben wir eine Topftomate. Die Strongball. Das ist recht praktisch für den Balkon quasi. Die wird nur so hoch quasi und macht so kleine Ding. Recht super Sorten für den Balkonanbau. Das sind dann wieder Cocktailtomaten. Da herum haben wir jetzt zum Beispiel Strohblumen stehen. Das sind die, was dann so super rascheln und trocknen. Auf der Seite haben wir noch Oliventomaten. Und da fangen schon wieder der nächste Satz an. Quasi, wir bauen alle 3 Wochen wieder so einen Satz von Tomaten ab. Bis Ende April bauen wir die an. Und dann haben wir quasi immer die perfekten Jungpflanzen. Da in der Mitte sind die Platania oder die Mandeville. Das sind Balkonblätterpflanzen. Das sind wieder Strohblumen. Da haben wir recht gute Lavendelsorten, die was sehr winterhart ist. Das ist das wichtige Mühlviertel. Und da haben wir so Balkonblumen, da sind immer 3 zusammengesetzt. In dem Fall ist das eine Verbene quasi, ein Million Bells und ein Beedance. Da haben wir so verschiedene Mischungen. Da haben wir so eine Kräutermischung zum Beispiel. Da haben wir das Olivenkraut herinnen, Rosmarin und das Currykraut. Da haben wir auch noch diverse Kräuter. Das ist zum Beispiel Zitronenmelisse. Und da haben wir die Indianernessel. Indianernessel ist so 1 Meter hoch und blüht dann rot. Was da drüben noch so ein bisschen verwöchtet jetzt gerade ausschaut, ist ein Löwenmaul. Und dahinter ist noch ein San Vitale und San. Und oben, überall, wenn man auf die Hänger schaut, sind auch überall Balkonblumen von Verbenen, Lobelien, Pelargonien. Genau, da herum haben wir noch eine super Sache. Das ist die Hängeerdbeer oder immer tragende Erdbeer, die Elena. Das ist recht eine super Sorte, weil die bis in den Herbst eine tragt. Und recht reichtragend, das ist wirklich eine super, super Sache. Da haben wir einen Eisberg so da anpflanzt. Der kommt jetzt dann raus. Weil im Glashaus wird er zu lang werden, da kommt er dann in das Freilandquartier. Daneben stehen noch rote Rüben. Die rundfruchtige, das ist die Ägypter, glaube ich. Da sind noch diverse Zitronenbäumchen mit Behang drauf. Wenn wir da jetzt rausgehen, da gibt es auch schon einige super Videos. Das ist da quasi mit der Presstopfmaschine, wo wir unsere ganzen Jungpflanzen anbauen mit so einer Presstopfmaschine, aber sieht man in anderen Videos dann auch. Wenn man jetzt da wieder nach vorgeht, da sind wir wieder veredelte Gurken. Das ist so eine Single-Gurken, die wird noch halb so lang. Da haben wir eine veredelte Tomate zum Beispiel. Was gerade jetzt der volle Renner ist, das ist die Fingergurken. Das sind so ganz kleine Snackgurken. Das ist die Sorte Bicolor. Und da haben wir wieder super Tomaten. Die Golden Pearl zum Beispiel, das ist ein Cocktailtomaten. Hat schon einen leichten Fruchtansatz. Das ist eine gelbe kleine Cocktailtomaten, die was einfach auf wo alle Kinder draufsteigen, jeder mag das. Da haben wir die Black Cherry, das ist eine schwarze Cocktailtomaten. Da haben wir auch super Sache, das ist ein Mini-Snack Paprika. Schon mit Ding, das sind so ganz kleine Paprika. Hat natürlich den Vorteil, dass so eine Paprika schnell reift und relativ viele kleine Früchte drauf sind. Auch ein Hit für Kinder. Da herum haben wir unsere Chili-Abteilung. Das sind jetzt verschiedenste Chili. Das ist ein Habanero da zum Beispiel. Da ist natürlich ein Jalapeno. Das ist ein Lipari. Das sind verschiedenste. Da wird man nicht fertig. Das sind über 100 Sorten, glaube ich. Da haben wir so 3er Chili zusammengesetzt. Das sind 3 verschiedene. Und Paprika. Wer unseren YouTube-Kanal kennt, kennt natürlich auch unser Hochbett da. Das ist eins von unseren Hochbetten. Das ist gerade bepflanzt worden mit Forellenschuss, Eisbergsalat. In der Mitte habe ich verschiedene Kaviolsorten und dahinter sind noch 2 Kohlrabi. Unser Einkaufswagen natürlich, das kennt man auch, das haben wir auch vor ein paar Jahren gemacht. Wird auch jetzt wieder bepflanzt, auch hier ein Eisbergsalat, Petersilie, Majoran. Da ist ein super Schmelz, das ist ein Kohlrabi. Wenn man da noch vorgeht, da haben wir ein paar Saatkartoffeln. Das sind die Sorten Agria zum Beispiel. Die Desiree, das ist eine rote. Dann haben wir die Benari, das ist eine Frühkartoffel, ganz ein guter fürs Mühlviertel. Und die Anushka, das ist eine speckige Sorte. Wenn man da ein bisschen weiter geht, haben wir da jetzt verschiedene Kräuter.
Da haben wir zum Beispiel die Stevia, da haben wir da eine Mandarinen, eine Mandarinenminze, also das schmeckt so richtig nach Orangen, wirklich super. Was ganz super ist, ist da der Blattsenf, also der ist wirklich, wenn man da ein Blattl isst, das ist wie wenn man richtig Senf isst. Dahinter steht zum Beispiel Olivenbäumchen, da haben wir jetzt angefangen Ampeln zum Setzen, verschiedenste. Was noch ein bisschen da ist, ist Anfang Mai der letzte Steckzwiebel. Und natürlich kommt da jetzt schon der Bohrer, den kann man jetzt auch schon raussetzen. Wenn man da schaut, das ist ganz interessante Pflanzen. Das ist die echte Teepflanze quasi. Da kann man selber am Balkon, wenn man das setzt, das ist im Winter halt, wenn man setzt aus, man kann dann immer da die Blätter runterbrücken und trocknen und macht seinen eigenen grünen Tee. So, welcher Glashaus als nächstes? Dann gehen wir da mal rein. Also insgesamt haben wir da eine Fläche von 1000 Quadratmeter und 4 Glashäuser. Da haben wir wieder einen Haufen Chilis. Das ist die Zimbabwe zum Beispiel. Da haben wir den frechen Fritzl. Das ist eine Antenbeere quasi. Das ist in Oberösterreich die Balkonblume des Jahres. Eine super Geschichte. Da haben wir wieder einen Mini-Block Paprika, einen gelben Purple Tiger. Da haben wir dann Sophinien, das sind die Herzbetonien, das ist eine neue Betonienzüchtung. Also vielleicht, wenn man da in der Kamera genau schaut, die Blüten ergeben immer da ein Herz und darum heißen die Herzbetonien. Da haben wir dann ein Bidens wieder. Die Balkonblume des Jahres in Oberösterreich. Das sind zwei verschiedene Bienen zusammengesetzt. Da haben wir die Betonia, die Night Sky, das ist auch eine Neuzüchtung. Das ist quasi eine Betonie, was so weiß-blau geflickert ist. Da haben wir eine Nelken, die ist Winterhart, das ist auch recht interessant. Ja, dahinter sind dann eigentlich nur noch Betonien und diverse Balkonpflanzen. Na da, das ist noch eine super Geschichte. Überall sind Schätze versteckt bei mir. Das ist ein mexikanischer Urmais, den habe ich letztes Mal von Mexiko mitgenommen. Also der wird 2-3 Meter hoch quasi und ist kein gezüchtet in dem Sinn, sondern ganz alte Maispflanzen von den Azteken. Haben wir übrigens beim Weihnachtsgewinnspiel ein paar verlost und verschenkt. Vielleicht kann uns einmal wer ein Update dazu geben, wie es einem damit geht, ob sie gewachsen sind. Da haben wir normalen Popcorn-Mais. Und da haben wir noch diverse, da haben wir eine Stangenbohne vorgetrieben. Die kann man quasi auch vortreiben. Und dann noch die Eisheiligen raussetzen. Wird dann 3 Meter hoch und so hat man ein bisschen früher Bohnen. Das sieht man normal direkt in dem Fall. Kann man es vorgehen. Da haben wir dann eine Kapuzinergresse. Da herum, was wir da jetzt unter der Folie haben, das sind verschiedene Basilikum-Geschichten. Basilikum ist ja ein Lichtkeimer, darum haben wir den nur drauf gestrahlt auf die Erde quasi und mit der Folie abgedeckt, dass der dann keimt. Aber es gibt auch ein Video dazu, ganz ein genaues. Und da dahinter sind jetzt nur ein paar Balkonblumen und Petunien. Wenn dann in die anderen Glashäuser schauen, was da alles wächst, dass man das... Genau da sieht man schon ganz leicht, da habe ich zum Beispiel Zuckererbsen vorgetrieben. Die ist da ganz leicht drin. Ist quasi auch, man kann so Zuckererbsen kann man am Balkon setzen oder einfach noch ein Garten setzen, hat man früher nicht gehabt. Ist das so, wie dass die Früchte nicht ausfallen. Ja, da können wir wieder weitergehen. Da am Boden ist unser Stiftskater, der Felix, wenn man schaut. Das ist zum Beispiel ganz interessant, Katzen lieben Salbei. Das ist dahinter, das ist Salbei. Und dann nehmen wir Rosmarin, der flackt sich da in die Sonne, genießt es. Und ja, gehört auch irgendwo dazu. Aber ich glaube, es gibt noch kein YouTube-Video. Jetzt mal schauen, vielleicht finden wir. Da herin kommen wir dann in unser Warmhaus, das ist also eine Jungpflanzenabteilung. Da haben wir jetzt noch Sophinien bewurzelt, das heißt, da haben wir Stecklinge gemacht. Da dazwischen zum Beispiel Physalis, auch ganz interessant, auch schon angewachsen.
Wenn man dann da rüber geht, da steht eine Zitronenlabene, die haben wir auch letztes Jahr überwintert. Herrlicher Duft. Da haben wir verschiedene Asiensalate. Die lassen wir jetzt auch blühen, dass wir nachher einen zusammenkriegen. Ein so versuchsmäßig. Da haben wir ein bisschen Basilikum. Also jetzt war es 3 Wochen wirklich komplett kalt und schief. Man wirkt, der Basilikum leidet dann extrem drunter, wenn plötzlich eine Sonne kommt. Man sieht, der schaut hinter wegen Wölkhaus. Aber in 2-3 Tagen hat er sich dran gewohnt. Er selber schwitzt auch. Über die Kamera. Da haben wir dann Aloe-Stecklinge gemacht. Da gibt es auch ein Video drüber, wie das geht, wie man das machen kann. Da haben wir ein Staudenbasilikum. Da haben wir Basilikum-Stecklinge gemacht. Die haben da keine Wurzeln. Das kommt erst. Da haben wir diverse Tabakpflanzen, verschiedene. Also den echten Tabak, interessant für Raucher. Da hinten sind Black Tranto-Stecklinge. Da haben wir so einen Hängebambus. Da haben wir wieder eine ganze Reihe Kräuter. Das ist ein Rosmarin, Olivenkraut, Currykraut, das ist eine Blattpetersilie. Da haben wir einen Rucola. Das da ist ein Schnittlauch, den wir frisch angebaut haben. Das ist wieder Blattpetersilie. Da haben wir ein Magelkraut. Und das ist ein Petersen, das wir kosten. Da ist das Magelkraut. Da ist dann der Boric. Boric wird blau. Da ist nochmal Magikraut. Da hinten, das ist eine Pimpanelle. Nimmt man für Salate her. Da haben wir einen Kerbel. Schaut so aus. Was dann da neu ist, ist der Üsop. Da haben wir einen Thymianampa. Nein, Bohnenkraut. Ein Bergbohnenkraut. Ach, das ist herrlich. Das da ist die Dille. Da haben wir einen Saurampfer. Nicht so gut zum Kosten wahrscheinlich. Ein bisschen sauer. Da ist ein bisschen eng. Da auf der Seite steht wieder Pore. Und da haben wir jetzt ganz viele Kürbisse angepflanzt. So Mitte April. Die müssen jetzt dann hoffentlich mal rauskommen. Ich hoffe, dass die Temperaturen, was wir jetzt gehabt haben, schaffen. Ja, da kommen wir eigentlich jetzt zum Eingang von der Gärtnerei. Da stehen auch noch verschiedenste Kräuter. Das Interessanteste ist wahrscheinlich der Wasabi. Den kennt nicht jeder, glaube ich. So schaut der echte Wasabi aus. Aus dem kann man die Wasabi-Paste machen. Vielleicht machen wir da mal ein Video drüber. Da haben wir noch die Limo-Pflanze quasi. Also wenn man die runterbricht, in Wasser gibt, schmeckt das Wasser so wie ein bisschen Limonade. In Soda drin rein und hat einen super Kracherl. Wie man das reichlich sagt. Da sind noch diverse Diplatenien, ein paar Kaktusgeschichten. Da ist noch Rosmarin, jede Menge. Da haben wir so winterharte Erika-Geschichten, die was eher an Laub behalten. Und da ist noch das Osteospermum, das blüht jetzt recht schön. Da ist wieder ein Lauch. Ja, und da haben wir jetzt den Eingangsbereich von der Gärtnerei. Da haben wir die Nemesia, das ist eine dreifärbige. Das ist ganz witzig, also die Nemesia, die mag es auch relativ kühl. Im Glashaus wäre die jetzt ganz lang geworden. Also die ist jetzt herausgestanden bei minus 7 Grad, hat das locker aushalten und schaut super schön aus. Also eine Nemesia nicht zu warm stellen. Da sind ein paar Magnolien. Da drüben, wenn man jetzt schaut, sind sämtliche verschiedenen Krautpflanzen. Also Kraut, Brokkoli, Kardiol, Kohlrabi, alles was da in der Richtung gibt. Da sind ein paar winterharte Stauden. Und auf der Seite herum quasi haben wir noch verschiedenste Salate. Und da zum Beispiel der Pak Choi, der ist nicht alltäglich. Und dahinter kommen wir dann in die Obstbauabteilung, wo wir verschiedenste Obstbäume und so Sachen haben. So. Drehen wir uns um. Das war mal ein Video, was ein wenig anders war. Das heißt, wir haben es jetzt in einem durchgemacht, ziemlich lang. Wenn euch das gefallen hat, dann liked es oder kommentiert es, das würde uns freuen. Was der verhält von so einem Video. Und ja, bis zum nächsten Mal.
wer den Pflanzenmarathon jetzt geschafft hat und irgendwo gesehen hat, ma, das kenne ich nicht oder das möchte ich genauer wissen oder da hat der Severin noch kein Video drüber gemacht, dann schreibt es uns das und wir werden das in der nächsten Zeit schauen zum Produzieren.